Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Ja, wir wollten jetzt heute uns Wayne's Terminal angucken, dann zum Schiff gehen, dann zur Burg. Da ist die Folge wahrscheinlich auch schon fast wieder zu Ende. Hab's nach Hause geschafft. Die drei Jungs haben sich endlich in den Schlaf geweint. Es ist 3 Tage her, dass die Bomben gefallen sind. Und seitdem ist alles den Bach runtergegangen. Unser Direktor oben bei MedTech wurde vorgewarnt. Wenn ich nicht den Code in seinem Terminal angegeben hätte, hätte er seine Aufzeichnung an mich weitergeleitet, wären wir dort oben mit den anderen gefangen gewesen, als die Abriegelung aktiviert wurde. Ich musste zu Fuß nach Melden gehen, um die Jungs zu holen. Ich bin so stolz auf sie. Sie haben sich den Plan gemerkt. Michael konnte David von den Lehrern wegholen und wie ich ihnen gesagt habe, verstecken sie sich, anstatt in diesen Vault zu gehen. Wir schafften es hierher in unserem Bunker, bevor die ersten Flugzeuge bei uns hinwegflogen. Eine Weile hörten wir Radio, aber dann war der Sender weg. Ich höre noch immer die Schüsse da draußen. Ich weiß nicht, ob du noch draußen bist, Bonnie, aber ich bete drum. Bonnie, 9. November 2077. Es ist jetzt 2 Wochen her. Bonnie und ich wünschten mir, du wärst hier. Ich würde so gerne ins Krankenhaus gehen und dich suchen, aber es ist zu gefährlich in Boston und ich kann die Jungs nicht allein lassen. Der kleine David fragt ständig, wann seine Mama wiederkommt und Michael schaut mich nur böse an, wenn ich sage, dass du noch im Krankenhaus bist und Leuten hilfst. Wenn sie im Radio sind, höre ich mir die gelegentlichen Radioberichte an und ich glaube, er hat einen mit angehört, bei dem es sich um die Gefechte in der Stadt geht. Hört sich echt übel an. Hoffentlich geht es dir gut, Schatz. Die Nachbarn. 28. Januar 2078. Es ist 3 Monate her, dass die Bomben gefallen sind. Habe gestern Nacht das erste Mal den Bunker verlassen. Unser Plan, die Hauptleitung vom Wasserturm anzuzapfen, hat funktioniert. Aber wir brauchten mehr Klebeband für das Rohr als erwartet. Und es leckt ziemlich stark. Wir hatten keins mehr im Haus. Also wollte ich bei den Cops gegenüber einsteigen. Der Kerl war Bauarbeiter, also dachte ich mir, der wird schon welches haben. Ich war in Rons Werkstatt, wo er an diesen Nuka-Cola-Automaten gearbeitet hatte. Und ich habe ihn wohl wegen den Schussgeräuschen und Explosionen draußen nicht gehört. Plötzlich fühlte ich einen kalten Lauf an meinem Hinterkopf. Er sagte mir, ich soll mich langsam umdrehen. Und oh Gott, Bonnie, sein Gesicht. Die Strahlung hatte ihn übel erwischt. Die Haare fielen ihm aus und eine Gesichtshälfte sah aus, als würde sie schmelzen. Ich flehte ihn an, mir nichts zu tun, aber er steckte mir den Lauf in den Mund und spannte den Hammer. Ich hörte den Schuss, aber als ich die Augen aufmachte, fiel Ron zu Boden und ich sah Lance aus der Nachbarschaft auf unserem Dach. Er hatte alles mit angesehen und mir das Leben gerettet. Er sagt, er habe einen Plan. Ich soll morgen Abend zu ihm kommen. Happy Birthday. 3. April 2078. Happy Birthday, Bonnie. Keine Ahnung, ob du dann noch lebst. Aber es ist dein 30. Also haben David, Michael dir einen Kuchen gebacken. Kein Meisterwerk, aber sie dürften eine Dose Zuckerguss aufmachen und das machte Spaß. Die Ames und ich waren fleißig die letzten Monate. Lance und sein Bruder kamen gerade mit ihren Familien zurück aus dem Urlaub in New York, als die Bomben fielen. Der Rückweg größtenteils zu Fuß hat Wochen gedauert. Sie hatten vor, eine Woche um die Nachbarschaft zu bauen. Und nachdem er mir das Leben gerettet hatte, konnte ich ja wohl kaum Nein sagen. Wir wollten den größten Teil innerhalb einer Nacht schaffen und klauten deshalb einen Palastwagen von der Irish Pride Werft. Habe Leon nicht gefragt, wo er gelernt hat, einen LKW-Code zu schließen. Lance zeigte uns, wie wir sie für die Mauer um den Hof herum parken mussten. Muss zugeben, dass mir meiner umgekippt ist. Hätte fast das Haus zertrümmert. Es dauerte noch einen Monat, bis der Rest der Mauer stand. Aber seitdem wechseln wir uns mit der Wache ab. Und den Kindern gefällt es, wieder nach draußen gehen zu können. Da drin ist Munition. Wo? Es ist doch leer. Also, weißt du, ich bin im Kopf nochmal diese Unterhaltung durch. Ja. Cool. Das wollte ich nicht. Muss auch scheiße sein, wenn du hier so einen Bunker hast und dann ist das Klo verstopft, ne? Aber die hatten es auch hier ganz gut. Ne? Eine Küche komplett so mit allem und halt anscheinend Vorräte und Tisch und konnten Schach spielen, hatten einen Fernseher, ein Radio, eine Werkbank. Computer, ein Klo, was verstopft war. Es war schon nicht ganz kacke. Es gibt schlimmere Bunker. So. Ich frage mich gerade, kann ich hier rein? Nein. Mit der Wasserturm kann ich auch nichts anfangen. So etwas imstande? Ja, ich würde mal vermuten,
Supermutanten. Huch. So. So. Noch ein Benzinkanister. Guck mal, hier liegen sogar ganz tolle Sachen rum. Ein Mensch. Ein Vader. Vielleicht ist es ja, wie heißt der nochmal? Nee, ich komme nicht drauf. Bonnie! Genau. Na, schade. Ach komm. Jetzt aber. Muss ja jetzt was drin sein. Naja. Naja, okay. Ah, gab's auch schon mal bessere Sachen. Was ist hier? Hier ist gar nichts. So. Hier sind nur weiter die Häuser. Mit nicht so sehr besonderen Sachen. Noch ein bisschen Essen. Man ist immer wieder erstaunt, wie viel Essen hier dann noch ist. Was machen die Wader denn hier? Ach, kommt. So. Mensch. Ach so, ich bin überlastet. Ah, ich verstehe. Sind das Vader mit... Nein. Ich dachte schon. Yo, ich trage wieder mal zu viel. Erstmal beim Schrott gucken. Was sind denn da so Sachen, die ich nicht so unbedingt brauche? Farbdosen. Die wiegen mir zu viel. Ja, auf jeden Fall diese Bowlingkegel. Auch die Liga-Bowlingkegel. Schlosserhammer. Den Baseballhandschuh, den Baseball selbst, den Einkaufskorb. Leute, macht doch mal ganz ruhig wieder. Huch. Ich trage zu viel. Hey. Wohin? Nein, du sollst was nehmen. Hier so ein paar Waffen. Oh Mann, diese Vader tauchen dann auch wirklich immer auf, ne? Ich meine die Bruderschaft, wenn die Vader kommen. Habe ich das Gefühl. Na toll. Schau, er macht nach oben. Das ist mir zu blöd. Nö. Weiß ich nicht. Gibt's bestimmt einen Hintereingang, ne? Nein. Ja, dann eben nicht. Was? Wow! Yo. Hier geht's wieder ab.
So. Ach ja, das gefällt mir durchaus sehr, sehr, sehr. Das, hier. Das. Hier wie viele Dinge sind. Kann ich alles sammeln. What the? Ja, wir haben die Bruderschaft direkt neben uns. Es ist jetzt nicht so, dass es ultra gefährlich ist. Jo. Ich war gerade ein bisschen verwundert, warum das Ding nicht direkt auf mich geschossen hat. So, was ist hier? Baumwolle. Hier werden Häuser gebaut, meine Güte. Eine Coca-Cola. Nuka-Cola Victory natürlich. Das ist noch ein Hund. Okay. Was? Da weiß ich irgendwas. Okay. Gut. Will ich jetzt aber sagen, dass wir zur Burg? Nein. Wieso muss ich vor Taigen und die Burgwaffe wechseln? Das ist schrecklich. So. Ja, diese schöne Musik wieder. So, den ganzen Schrott lagern. Den restlichen Schrott verkaufen. Wenn du eine Rüstung suchst, habe ich vielleicht was für dich. Jo. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Eigentlich dein Geld. Aber da du anscheinend keins hast. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du ja genau richtig. Ja. Sag mal, was du so hast. Großartig. Denn auch kein Geld. Was ist das denn? 45er Munition und 308er. Die hat er. Erstmal würde ich vielleicht Waffen verkaufen. Die Paciencia baut ja auf ein Jagdgewehr auf, ne? Meine ich, ziemlich sicher. So. Ja gut, das ist kein Problem. Und dann noch du. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Yo. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Ich habe gerade übrigens Sorge, wenn ich hier die Bruderschaft höre, heißt das, dass hier Raider sein könnten. Und das will ich nicht. Das wollte ich ja nicht, ne? Nein, das wollte ich auch nicht. Das ist zwar prinzipiell ganz gut, aber auch nicht so das wirkliche. Hier habe ich Psycho Mentats, brauche ich nicht. Meeting People auch nicht. Cat Eye auch nicht. Eine Lunchbox. Munition. So. Yo. 7 Stimpacks für Lau.
Und was ist jetzt? Da hinten fliegt eine Fliege rum, ja, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Elf Leute immer noch. Da hinten setzen sie sie ab. Aber hier ist doch nichts. Komisch. Naja, gehen wir warte mal. Erstatte Gelehrter. Dings da. Ach, da ist er. Ah, das ist gar nicht da auf dem Schiff. Ach ja, okay. Mhm. Ja. So. Und weiter rein. Da. Gelehrte Halen? Wie läuft die Suche? Konntest du das Artefakt finden? Ja. Ey, hallo. Hier. Und auch noch in gutem Zustand. Hier, ich suche immer nach neuer Technologie. Also keine Sorge, von mir bekommst du immer neue Missionen. Meld dich bei mir, wenn du bereit bist, wieder auszurücken. Ja, ja. Das geht gerade nicht. Okay, meld dich bei mir, wenn du bereit bist. Komm auf jeden Fall vorbei, wenn du bereit bist. Ja, wenn du noch einmal sagst, bereit bist, dann bin ich aber bereit, ganz andere Dinge zu tun. Hoffentlich bist du bereit für eine neue Mission. Ich hab was für dich. Ja. Die wollen wahrscheinlich ständig irgendwelche Missionen von mir. So, ja. Minuteman. Kann ich, was war das? Genau, das war die Hauptstory, sage ich mal. Genau wie das hier, oder? Ja. Mache ich also erst, wenn ich quasi den Rest geschafft habe. Also Hauptstory kommt als letztes, DLCs kommen davor noch. Das heißt, ich kann eigentlich nächste Folge meinen Dinger hier machen. Aber erstmal mache ich